man irgendwelche Unordnung? Ich meine, im Display. Leute, alles steht da hinten. Nein, Spaß. Also, so unordentlich ist nicht, aber ganz ordentlich ist auch nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich das Video, also was ich jetzt gerade drehe, ihr seht es ja wahrscheinlich auch schon im Titel. Und zwar habe ich das bei einer Freundin gesehen und ich dachte, ich mache ihr mal nach. Ich meine, nee, das Format gibt es auch schon auf YouTube, aber sie hat mich inspiriert. Also Josie, eine Freundin aus dem Internat. Falls ihr wollt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ich setze euch den Link auch in die Infobox. Und die hat halt in dem Video ihre Schultasche gezeigt, nachdem das ganze Schuljahr zu Ende war. Und ihr müsst wissen, die Josie ist so eine ordentliche Person. Also bei der war aber ja fast nichts Schlimmes oder eigentlich fast nichts in ihrem Schulranzen. Ich dachte mir, ich kann das locker toppen. Ich räume halt irgendwie fast nie meine Tasche auf. Und man findet da ungefähr alles drin. Vor allem da in der vorderen Tasche. Und ich dachte, das wäre halt lustig. Bei mir ist Schule eigentlich auch jetzt rum. Ich habe jetzt nur noch LK-Vorbereitung. Wir waren eben gerade Eis essen. Ich komme gerade auch direkt aus der Schule. Und ich hatte irgendwie voll Lust, das Video aufzudrehen. Dabei ist das bestimmt ganz lustig. Und ich habe jetzt wirklich nichts aufgeräumt. Ich bin mal echt gespannt, was da drin ist. Es ist eine bunte Mischung aus allem und das ist bestimmt saulustig. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem Video an. Leute, ich wollte einmal das Video professionell filmen, also mit meiner großen Kamera. Ich habe hier hinten alles aufgebaut. Ich will jetzt die Kamera nicht verschieben. Die steht da gerade so wackelig auf meinem Bett mit dem Stativ. Das ist die kleine Vlogging-Kamera. Aber die Kamera war nicht aufgeladen. Und ich gehe in der Stunde an den Badesee und gehe dann auch noch in so eine Strandbar und so. Und ich habe jetzt keine Zeit, aber ich hatte voll Lust. Irgendwie, ich war heute so motiviert, was zu drehen. Deswegen dachte ich mir so, yo, habe das zwar alles aufgebaut, aber ich kann jetzt nicht warten, bis der Akku geladen ist. Egal. Ich habe diese schwarze Tasche hier. Die ist ganz schlicht schwarz. Das war mir halt irgendwie auch wichtig, damit die einfach so einfarbig ist. Und da passt halt eigentlich immer alles rein. Die ist entweder von Zalando oder von ASOS. Ich verlinke die euch auf jeden Fall. Die war nicht so teuer. Meine Mom hat mir jetzt auch schon eine neue bestellt für nächstes Schuljahr, weil die ist jetzt schon ein bisschen ranzig. Seht ihr es? Da sind so Flecken und die ist halt einfach schlicht und man kann die auch ganz einfach austauschen. Die war auch nicht billig. Nicht teuer, wollte ich sagen, genau. Also ich verlinke euch die in die Infobox, falls euch die interessiert. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der vorderen Tasche an, weil die ist, glaube ich, am interessantesten. Okay, da ist zum einen eine Sonnenbrille drin. Die habe ich halt im Moment da einfach drin, weil die Sonne scheint und es warm draußen ist. Und wir halt in der Pause dann voll draußen chillen. Bam. Du ist ganz schnieke. Ich finde die voll schön. Die ist von Ray-Ban. Ja, genau. Die ist da gerade zur Zeit drin. Dann eine Kaugummi-Packung mit noch zwei Kaugummis. Und da fliegt überall Kaugummi-Papier noch rum und so. Ja, also einfach Kaugummi generell. Taschentücher, okay, das ist jetzt nicht so interessant. Aber das liegt halt alles einfach in dieser kleinen Tasche drin. Weiß ich, boah, egal. Alle meine Freunde können bezeugen, wie unordentlich ich eigentlich bei sowas bin. Dann habe ich hier noch so Stifte. Die sind halt eigentlich voll cool, weil die sind, ich glaube, so koreanisch oder so. Das ist auch so eine relativ bekannte Marke. Ich habe die bei meiner Freundin gesehen, habe mir die auch bestellt, weil die voll cool schreiben. Dann, was hier noch drin ist, eine Mascara. Nein, das ist nicht für den Unterricht. Ich war nur vorhin in der DM, habe mir eine Mascara nachgekauft, weil die leer war. Das ist übrigens die von L'Oreal, falls euch das interessiert. Die ist voll gut, die benutze ich eigentlich immer. Dann, was hier noch drin ist, okay. Ja, okay, ein Deo. Einfach so ein Mini-Deo, das braucht jeder ungefähr nach dem Sport. Das ist ganz praktisch. Und warum hier auch immer ein Trockenshampoo drin ist. Oh, ich habe irgendwas im Auge. Ich habe das eigentlich auch mal vor einer Woche gekauft gehabt im DM. Wenn ich bei Freunden übernachte, dass ich immer so ein kleines Trockenshampoo mitnehmen kann und nicht so ein großes mitnehmen muss. Und das ist ja schon seit über einer Woche da drin und ich schleppe die jeden Tag mit in die Schule. Aber gut. Ja, schön. Dann hier ist noch so ein kleines Parfum. Die gibt es halt bei DM. Da habe ich mein Parfum drin abgefüllt. Und ich benutze es halt eigentlich nur ab und zu, aber es ist trotzdem auch da drin. Ich habe so viel unnötiges Zeug da drin. Unglaublich. Dann eine Handcreme. Da fragen mich auch immer Freunde danach und so. Ist auch schon ewig drin. Dann ein Lippenbalsam. Und dann hier, Leute, ich bin eine ganze Apotheke, was ich hier alles drin habe. Also das alles. Hier halt Ibuprofen. Dolomin, ganz viele Schmerztabletten einfach. Ja, ich werde danach auch immer voll oft gefragt. Also ich habe halt wirklich öfters auch so Migräne und so, deswegen habe ich das halt öfters dabei. Oder halt immer dabei eigentlich. Oh Leute, da ist noch eine Gabel drin. Ja gut. Ich habe die Gabel, glaube ich, irgendwie mal vom halben Jahr oder so mitgenommen. Aber ich glaube, ich habe die nicht benutzt. Die sieht nicht benutzt aus. Das wäre extrem ekelhaft. Aber ich wollte die wahrscheinlich für irgendwas benutzen. Und die ist immer noch da drin. Die müsste ich mal runterräumen. Dann. Okay, ja, so Post-its. Ja, okay, dann noch so eine Fahrkarte. Schön. Ach, noch so Papierchen.
Kleber ist auch noch drin. Ich wühle hier gerade rum, nur ach, noch so ein einzelner Stift ist auch noch drin. Schön. Oh Gott, hört ihr das? Das ist alles Geld, was ich dann da mal reingeschmissen habe. Leute, okay, das ist jetzt nicht mal das ganze Geld, aber das sind halt alles Münzen. Die sind aber immer praktisch zu haben, weil die kam ich dann immer irgendwann raus. Und da ist noch viel mehr drin, Leute. Aber ja, ist immer ganz gut, ein bisschen Kleingeld zu haben oder so. Ja, und das war es eigentlich mit der vorderen Tasche. Und die Vordertasche räume ich eigentlich nie aus. Sieht man so dezent. Ja, und dann in der hinteren Tasche, okay, oh, ich habe dann noch meinen Salat von heute. Den habe ich heute noch nicht gegessen, weil wir ja dann Eis essen gegangen sind. Und wir dann auch früher gehen konnten. Also das wäre eigentlich mein Mittagessen gewesen. Das esse ich wahrscheinlich jetzt später noch am Badesee, nehme ich mit. Dann, achso, ja, okay, ich war danach auch noch in der DM nach dem Eisessen und habe mir mein Shampoo, meine Spülung gekauft. Deswegen sind die noch da drin, aber ich meine, die habe ich jetzt auch nicht immer dabei. Falls euch das interessiert, ich benutze die eigentlich voll gerne, weil die riechen extrem gut. Also ich finde, meine Haare riechen danach noch immer voll frisch irgendwie. Und deswegen mag ich das auch voll gerne zu benutzen. Das ist von Garnier, die hier. Ja, die habe ich vorhin halt einfach mitgenommen, weil ich die noch brauchte. Wow. Dann haben wir hier noch mein Hausaufgabenheft. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das mit meinen Freunden so ein bisschen gestaltet. Also immer, wenn uns langweilig war, haben wir irgendwas draufgeklebt oder was draufgeschrieben oder so. Und hier stehen auch voll viele von meinen Freunden. Das ist einfach ein einziges Chaos hier. Hier steht mein voller Name, aber hier kleben ja überall so Sachen drin. Oder stehen halt so Hausaufgaben drin, die ich erledigt habe. Und hier war, wo war ich denn da? Keine Ahnung, habe ich auch irgendwas eingeklebt. Ach, Kinotickets, genau. Dann sind hier noch so Bilder und hier noch so Bilder. Ach, da stehen da noch so Sprüche drin, Geburtstage, paar Hausaufgaben. Ist ja ein Hausaufgabenheft, aber Klausuren. Und das ist halt zum Teil so richtig unordentlich. Und zum Teil habe ich einfach ein paar Wochen einfach nichts reingeschrieben. Also perfekt. Und ja, dann brauche ich wieder ein neues nächstes Jahr. Genau, das war das nur. Ich mag das auch voll, die aufzuheben, weil ich finde das immer voll die süße Erinnerung so. Meine Freunde schreiben ja halt auch voll oft bei mir was rein, ich bei denen. Und dann ist es irgendwie mal ganz lustig, das dann im Nachhinein nochmal anzuschauen. Dann ist da noch ein Kühlpack. Genau, weil ich letzte Woche meine Weisheitszähne rausgezogen bekommen habe. Und ich habe das Kühlpack noch nicht aufgeräumt. Ich hatte halt eins mitgenommen gehabt. Und das ist da immer noch drin. Super organisiert auf jeden Fall. Ja, okay, eine Haarbürste. Die habe ich halt immer dabei. Leute, random fact. Okay, die sieht jetzt ein bisschen ekelhaft aus. Aber ich habe die schon, seitdem ich irgendwie 2, 3 bin. Also meine Mom hat die mal mitgenommen gehabt. Aus, woher war das? Keine Ahnung. San Francisco oder so? Ich weiß nicht. Also schon ewig her, weil mein Bruder und ich, wir haben uns nur mit dieser Bürste kämmen lassen. Also wir haben die in weiß und in schwarz und die sind halt so extra sanft und war von so einer krassen Marke. Keine Ahnung, die sind auch relativ teuer. Ich kenne die Marke jetzt nicht. Diese Bürste ist halt legendär, weil die so alt ist. Und die ist halt auch voll praktisch, weil die so klein ist. Und deswegen, ja, und die tut nicht weh. Weil früher war ich sehr empfindlich. Ja, genau. Dann ist hier noch mein College-Block einfach. Wow. Okay, hier ist mein Namensschild. Mussten wir gerade machen. Wegen Englisch-Leistungskurs, da sind wir alle neu zusammengekommen. Musste ich hier was schreiben. Dann haben wir hier so Arbeitsblätter und sowas bekommen. Organisiert auf jeden Fall, dass die da einfach nur drin sind. Aber nächstes Jahr fange ich dann wieder mit Heftern, Schnellheftern an und so. Also ich meine, das ist jetzt nur die Vorbereitungswoche. Ja, ich hoffe, das sieht mein Lehrer nicht. Aber ich werde die auf jeden Fall noch abheften. Genau, oder? Dann ist hier noch mein Mäppchen. Das ist einfach so schwarz, voll schlicht und so. Ich mag das einfach, weil das so schlicht ist. Ich finde das halt auch voll die perfekte Größe. Das ist einfach so ein Schlampermäppchen. Und da habe ich dann halt alle möglichen von meinen Stiften drin, Labello. Hier ist auch meistens noch Geld drin. Mal schauen. Finden wir hier noch was? Ja. Hier sind nur noch so Rotmünzen und so drin. Ach doch, nee. 2 Euro noch. Ich habe hier halt eigentlich nur so die grundlegenden Sachen. Ich brauche Textmarker. Ich schreibe nur mit Kulis, Linealschere und das war's. Und das ist das Mäppchen, was ich jetzt auch schon seit Jahren benutze irgendwie. Okay, und dann ist hier halt noch meine Wasserflasche drin. Ich habe heute noch nicht alles leer getrunken. Musste ich mal machen. Ich trinke mal viel zu wenig Wasser. Okay, dann wäre das jetzt auch erledigt. Kann ich die auch runterbringen mit der Gabel und dem Kühlpack? Okay, und außer so kleine Papierchen und so, die da jetzt noch drin sind, war es das komplett mit meiner Tasche. Die ist jetzt leer. Ich finde es so lustig, dass ich halt so random Sachen eigentlich in meiner Schultasche drin habe. So richtig unorganisiert. Wenn ich die neue Tasche habe, dann werde ich wieder organisierter für
die ersten paar Monate. Danach sieht es wahrscheinlich wieder genauso aus. So, dann war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr fandet es irgendwie ganz unterhaltsam, ganz interessant. Ja, ich werde demnächst mal so ein Schul-Organisier-Video. Warum eigentlich sage ich alles auf Englisch? Weil sich das cool anhört? Wahrscheinlich schon. Nee, aber ich werde wahrscheinlich mal so ein Video drehen, wenn ich dann auch organisierter werde. Weil nächstes Jahr ist es für mich ja auch wichtig, weil es fürs Abi reinzählt. Und dann reiße ich mich mal ein bisschen zusammen, auch drüben. Ich muss mal alles aufräumen und alles mal abheften. Und ich dachte, es wäre dann ganz cool, wenn ich dann mal so ein Video drehe, wenn ihr das von mir jetzt noch sehen wollt. Also ich verspreche, ich bin da organisierter. Und wenn es dann auch um Klausuren und Lernen und so geht, bin ich dann auch ein bisschen organisierter als das hier. Ihr kriegt jetzt voll den falschen Eindruck von mir, okay? Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen. Das würde mich mega freuen. Ich bin da eigentlich ziemlich aktiv und ich liebe einfach Instagram. Und schaue da auch voll gerne bei euch dann manchmal vorbei in den Stories oder so. Das ist eigentlich immer voll interessant so. Und dann kannst du doch gerne meine letzten Videos anschauen, falls es dich interessiert. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bei mir werden es jetzt 30 Grad. Ich chill jetzt erstmal. Ja, wie gesagt, es kommen jetzt mehr Videos. Ich bin guter Dinge. Nennt man das so? Ja, ich glaube schon. Also ich bin auf jeden Fall hyped, motiviert, wie auch immer. Also, mir macht es einfach mega Spaß, Videos zu drehen. Deswegen kommen auf jeden Fall mehr, gerade in den Sommerferien. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!